Liebe Linzerinnen und Linzer, trotz aller weiterer Probleme, die die Corona-Krise für uns alle verursacht, ist heute ein Tag, der uns alle ein wenig optimistisch nach vorne blicken lassen darf. Obwohl wir derzeit über 12.000 arbeitslose Menschen in unserer Stadt haben, und das sind um 60% mehr als im März des Vorjahres, gibt es Anzeichen dafür, dass wir diese Situation bewältigen. Der Beweis dafür ist ein Beschluss der Linzer Stadtregierung heute morgens, wo wir einstimmig einen Linzer Solidaritätsfonds beschlossen haben. Menschen, für die die Unterstützungen, die jetzt vom Bund und den Ländern kommen, Menschen, die da nicht runterfallen, die davon nicht profitieren, sollen trotzdem nicht im Regen stehen bleiben. Und deswegen haben wir 1 Million heute vereinbart, dass wir denjenigen Menschen, egal ob es kleine Unternehmen sind, ob es Ein-Personen-Unternehmen sind oder auch Arbeiter, Angestellte, die in Kurzarbeit kommen, arbeitslos werden, haben die Möglichkeit, aus diesem Fonds Unterstützung zu bekommen. Und ich bedanke mich bei allen anderen Regierungsmitgliedern, bei allen 4 Parteien in Linz, die diese Regierung bilden, dass wir das zusammengebracht haben. Sie können genauere Details auch darüber auf unserer Homepage nachlesen. Aber eines nur, neben dieser Förderung, die für alle Linzerinnen und Linzer, die hier einen Hauptwohnsitz haben, Geltung haben wir auch spezielle Maßnahmen für unsere Nahversorger, die jetzt zum Beispiel mit Lieferservice hervorragend arbeiten. Auch die bekommen mehr Förderung. Jungunternehmen, die am Rand der Existenz jetzt schrammen, auch sie bekommen zusätzliche Fördergelder. Und auch der Sozialfonds, der klassische der Stadt, unser Härtefonds, ist verdoppelt worden, um den Ärmsten der Armen in dieser Stadt auch zusätzlich unter die Arme greifen zu können. Und wir haben auch vereinbart, dass wir den privaten Vereinen, Organisationen, die zum Beispiel Theater betreiben oder Hilfsdienste organisieren, ebenfalls mit verstärkter Finanzmittel bis zu 500.000 Euro sogar unter die Arme greifen werden. Das haben wir heute geschafft und das soll Ihnen auch eines zeigen, dass in der Krise halten wir in Linz zusammen. In der Krise überwinden wir parteipolitische Grenzen, auch weltanschauliche Unterschiede werden untergeordnet. Und das ist das Zeichen, das wir brauchen. Dafür stehen wir in dieser Stadt und dafür werde ich als Bürgermeister auch in den nächsten Wochen der Krise arbeiten, dass wir gemeinsam an einem Strang in die richtige Richtung ziehen. Ich wünsche Ihnen auch heute das, was ich Ihnen jeden Tag wünsche. Bleiben Sie bitte gesund.